Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, letztes Mal haben wir hier mit dem Bonbon verprügeln aufgehört. Ich habe zwei dieser Münzen. Ich glaube, ich sollte aber, wenn auf das hier sparen, dieses, was 7 kostet. Ich hätte gern die hier. Diese Erinnerungsdinger. Ich weiß jetzt nicht, sind das nur Skins oder verbessert das auch die Waffen? Das sind auf jeden Fall Waffenskins. Ja, am ehesten will ich, wenn diesen Schlüssel. Okay, direkt entschieden, was ich mit meinen Schlüsseln haben will. Irgendwo gammelt noch ein Bomb-Om-Brumm, angeblich. Okay. Hier sind sehr viele Gegner. Rabbit Mario ist also auf jeden Fall schon mal wertvoll. Oder Peach. Ich bleib mal bei Peach. Ich nehme Mario. Wegen der Heldensicht. Obwohl, Luigi hat eine höhere Reichweite, die ich gerade eher brauche. Let's go! Vor allen Dingen, er hat ja auch eine höhere Laufreichweite. So, ich nehme mal das Reflektieren. Dann will ich angreifen. Kann ich eigentlich auch auf den Wänden landen? So, Helden sich aktivieren. Kann das mit B auch überspringen, wenn ich wollte. Aber ich finde die Sequenz so cool, deswegen lasse ich die drin. So, die Bombe will ich abschießen. Weil der eine genau daneben stand. Und du sollst gar nicht jetzt zu mir hochkommen. Okay, hätte ich auch gemacht. Autschen. Ja, dass das nicht trifft, war klar. So, die Gruppen, die will ich immer mit Peach oder Rabbit Mario treffen. Ach, da am Start war auch jemand. Den habe ich gar nicht gesehen. So, erstmal dich ausschalten. Dann mache ich dich fertig. So, ich nutze den Teamsprung, einfach nur um in die Nähe zu kommen. Und dann nutze ich den Aktionspunkt für den Schild. Ja, und ein Gegner ist eh nicht in Reichweite. Ist gut, dass Luigi auch in diesem Spiel einfach der Reichweiten-Main ist. Das Doofe ist, da vorne habe ich keinerlei Schutz. Warte mal. Lässt eine Schockquelle aus, fügt alle in der Nähe eines Flächenschadens zu. An dem wirft man wie die Bomben. Miss! Ah, ich musste nicht mal alle töten.
Na gut, dann haben wir mal den Powerblock gesehen. Oh, und das hat den Weg hier frei gemacht. Ich werde noch rausfinden, was es mit den Dingern auf sich hat. Sorry für die kurze Pause, da die Nachbarn waren ein bisschen laut. Es ist eine Kiste. Bonbons, du hast deine erste Erinnerung erhalten. Öffne das Erinnerungsmenü und es anzusehen. Ah, kann ich mir Gegnerinfos angucken. Bingo. Wollte doch sagen, jetzt bin ich nicht nur für die Info hier hoch, oder? Da ist der heilige Pilz. Sheep Beats. Oh, die will ich mir später anhören. Hier ist wirklich kein Sonnenschein. Komm, das Ding, das habe ich doch nicht nur für umsonst aktiviert. In die Kanone. Ein Ei. Ich sehe, was ich damit zu tun habe. Frage jetzt, kann ich damit überhaupt rüber? Scheinbar nicht. Vielleicht kann man das ja in die Kanone werfen. Nee, ich hab's noch bei mir. Ich bin einfach nur blind. Mist. So, was ist dahinter? Da ist der dritte Bonbon. Und da hinten war ein Käfig. Besiege alle. Okay, hier scheinen nicht so viele Gegner zu sein. Dann gehe ich mal auf Mario und Rebel Peach. Okidoki. Ja, ich komme gerade so nicht an die Bombe. Doch an die da. Oh yeah. Ja. So, zack. Fifty, fifty Chance. Beide haben getroffen. Ich brauche es eigentlich nur angreifen, ne? Easy. So, was ist da drin? Geld. Ach ja, ich habe jetzt richtig viele Missionen abgeschlossen, ne? Die scheinen entweder oder Herausforderungen zu sein. Da ist noch eine und da ist noch eine. Und jedes Mal, wenn man eine der Herausforderungen macht, dann schaltet das sogar einen Bereich frei. Komme ich da durch den Bogen durch? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal in diesen Tempel da oben. Ihr wollt ja auch ein bisschen Story pro Folge haben. Geld, Geld, Geld. Geld. Ist da unten was? Wieder dieses komische Kreise-Ding. Die paar Münzen nehmen wir noch auf und rein da. Ich versuche ja auch jeden Kampf mitzunehmen, ne Leute? Also bisher muss ich sagen, finde ich das Spiel mega cool. Ich habe sehr viel Spaß hier dran. Oh, ein Luma. Gluto.
Ihr müsst diese Schlacht gewinnen, damit ich mit euch fort kann, sonst stecke ich hier fest. Weißt du, wir waren eigentlich hinter einem anderen Spark her. Aber was soll's? Ha, je mehr, desto besser. Aber schön, dass man so verschiedene freischaltet. Ein kleiner Tipp, Dialoge auf diesem Schlachtfeld sind ziemlich stumpfsinnig. Wenn ihr die andere Seite des Schlachtfelds erreicht, geben sie auf. Okay. Ach, man kann die scannen. Dann scanne ich euch. Empfindlich gegen Feuer, unempfindlich gegen Frostbeulen. Okay. Ich brauche Reichweite. Es sollte so passen. Unter denen war jetzt kein Bomb um. So, erstmal die da weg. So, dafür verschwende ich jetzt nicht die Heldensicht. So, richtig hinstellen. Zack. Ich kann nur einen anvisieren, ne? Ja, die schieße ich einfach tot. Die können echt weit laufen. Oh, die schießen zweimal. So, zack. Teamsprung. So weit wie möglich nach vorne. Man kann da drauf landen im Prinzip. So, komm, 50%. Ah, schade. Mit dem Handy heilen. So, drüber schießen. Tschüss. Aua. Oh, der steht gut. Den kann ich ja nur noch treffen. Ich gehe mal auf den. Dann kann ich den so ausschalten. Luigi macht halt mehr Schaden, wenn er weiter weg steht. Problem ist, aus dem Winkel treffe ich nicht. Ja, ich mache einfach mal die Deckung ein bisschen kaputt. Der hat eine zu gute Deckung gerade. Guck mal, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie es aussieht, wenn ich vorspule. So, wenn ich mich nah genug hinstelle, dann kann ich ihn einfach wegschießen. Die gucken so ängstlich, wenn man sie hier umnieten will. Ich habe Gluto jetzt bekommen. Was bringt der denn? Der macht Feuerangriff. Oh,
Wahrscheinlich kriege ich noch so richtig viele von denen. Okay. Das wäre eigentlich gut was für Luigi, finde ich. Den werte ich auch direkt mal auf. Ich kann den erst aufleveln nochmal, wenn der Held Stufe 9 erreicht hat. Okay. Turm ist geschafft. Gehen wir rein. Ich glaube, das ist der fiese Rabbit, den man schon auf dem Cover vom Spiel sehen kann. Oh, hier ist auch ein Teleportpunkt. Wir nehmen die Sparks natürlich mit. Die Sternteile, nicht die Sparks. Sparks heißen ja die Viecher. Okay, da ist eine Leiter. Offenbar glaubt Augie, er entstamme einer Familie von stolzen Halbgöttern. Wandbilder sind für solch göttliche Geschöpfe sicher das, was für andere Familienfotos sind. Leider ist die königliche Darstellung der Geburt von Augie und seinem Zwillingsbruder Perfectus von Augies chronischen Verdauungsproblemen. Muss man die Fürze draufmalen? Das ist der Spark, den ich einsammeln will. Ja. Ich habe den Spark des Lichts gesehen. Er ist über diese große Felsspalte geflogen. Vielleicht könnten wir über diesen Steg auf die andere Seite gelangen. Aber erst müssen wir irgendwie den Wasserpegel anheben. Das bewegen wir so. Einfach nur das Zeug darunter bewegen, ne? Den ziehen wir zurück. Gut, dass die Rätsel nicht besonders schwer sind. So, den dahin. Ah, okay, den muss ich erst einmal durchschieben. Damit ich den hier hochziehen kann. Und dann ziehe ich den hierhin. Kann ich auch so seitlich bewegen? Ja. Hat funktioniert. Eigentlich müsste aus den Raum doch komplett fluten. Und nicht nur so ein bisschen. Zoom, zoom. Was hast du denn für eine Aufgabe? Ach, er will, dass ich die Goombas ausschalte. Für Münzen. Ja, lieben gern. Ich bekämpfe eh jeden Gegner. Ich versuche ja echt keinen auszulassen, weil die Kämpfe ja alle unterschiedlich sind. Okay, das sollte auch mit den beiden funktionieren. Zack. Nehmen. Ich weiß nicht, ob ich ihn weit genug geworfen kriege. Nee. Ich habe zumindest einen erwischt. So, ich gönne mir mal den Feuerangriff. So, die haben ja keine Fernangriffe. So, dann gehe ich auf den. Ruhe in Frieden. Und gehe auf den nächsten Zug. Oh, das bringt ja richtig viel. Das hat sehr, sehr viel gebracht. Mit dem Feuerangriff alles weggereckt. Pluto ist sehr praktisch. So, da oben ist eine Erinnerung. Für wen?
Ach so, Tempel der Morgenröte generell. Also der Tempel, wo wir gerade drin sind. Dafür habe ich die Erinnerung bekommen. Komm, wir wollen den Spark einsammeln. Daumen ist auch nochmal so ein Erinnerungsding. Der einzige Preis, den Augie als Kind gewonnen hatte, war der zweite Platz im Bratwurstwettessen. Warum? Ja. So, tschüss. Oh, nur Goombas. Da sollte ich auf jeden Fall auf die Gruppenschläger gehen. Und dann kann ich die zusammen ausschalten. Warte, Peach und Rabbit Mario sind hierfür ganz gut. So. Zack. So, ich will den Teamsprung hier ausnutzen. Da wartet ein einzelner Rabbit. So, jetzt mache ich die ganzen Goombas hier weg. Nämlich Rabbit Mario. Stell mich hier hin und mach die anderen Goombas weg. Rabbit Mario ist richtig stark. So, und bei ihr setze ich einfach reflektieren. Ich will ja, dass er sie angreift. Tschüss. Ich weiß, im Allgemeinen wäre schlauer gewesen, erst hier zu tackeln. Goomba-Jagd. 2 von 3. Was macht ihr denn da mit der Brezel? Das hier wird bestimmt noch aufgedeckt, wie ich da was mache. Warte mal, ich kann ja mal mit den Tasten ausprobieren an dem Teil. Vielleicht passiert ja bei einer was. Nope. Oh, hier ist wieder der Händler. Der verkauft überall das gleiche Zeug. Ich will einfach mal wissen, ob das jetzt wirklich nur ein Skin ist oder ob ich dadurch jetzt wirklich eine neue Waffe habe, die eventuell höhere Werte hat. Das interessiert mich einfach brennend. Das Problem ist, dass ich mir dann den Schlüssel nicht leisten kann. Naja, muss denn halt nur warten. Augies erster Job bestand darin, Seeleuten in Not zu helfen. Dieses Wandgemälde heißt Wächter der Meere. Oh Mann. Der war wohl eher Wächter des Schnarchens. Das Meer soll aus den Tränen von Perfektus Friseuren entstanden sein, die vor Freude weinten, während sie seine goldenen Locken kämmten. Ja, der sieht auch gut aus. Ein sehr stylischer Rabbit. Na gut, da vorne ist der Spark. Den nehmen wir jetzt mit. Alles ist gut. Um Gottes Willen. Schnell, wir dürfen den Spark des Lichts nicht verlieren. Ganz genau. Ohne den Spark können wir nicht in den Leuchtturm gelangen. Huh?
Genie, das ist wirklich nicht der einzige Grund, warum wir dieses arme Wesen retten sollten. Ja. Natürlich. Der Sieg über den Finsterzeit-Tentakel bringt uns außerdem in vielleicht, weil der Aase auch Angst gerade hat. Allerdings ist die Finsterzeit-Energiedichte dieser Kreatur höher als die der Pfützen. Das bedeutet, dass unsere Gegner deutlich stärker sein werden. Das hat man nun davon, wenn man das Empathie-Modul der KI der Einfachheit halber beim Discounter kauft. Der arme Hase. Die hat hier überhaupt kein Mitleid mit dem armen Tier. Ich will mir eben kurz die Karte angucken. Ah, dahinter käme man hier hin. Okay, gut zu wissen. Na gut, Leute. Ich würde dann aber sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Like und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!